Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Mafia 2. Es ist jetzt wieder soweit. Ich habe jetzt 2 Wochen lang nicht gespielt wegen der Gamescom. Ich weiß allerdings noch, dass wir jetzt gerade in einem brennenden Haus stehen und wir uns deswegen furchtbar beeilen sollten. Denn jeder weiß, in einem brennenden Haus ist nicht zu spaßen. Von daher klicke ich jetzt einfach mal aufs Spiel fortsetzen und wir schauen mal, was da passiert. Ich werde wahrscheinlich elendig sterben, weil ich jetzt, wie gesagt, so lange schon nicht mehr gespielt habe. Aber egal, wir stören uns ja nicht dran. So. Scheiße! Oh ja, toll, kann ich hier raus? Oh, das war ja einfach. Hab ich... Ich habe gar keine Waffe, wie soll ich denn jetzt... Ach nein, hier war das ja gar nicht mit Scrollrad, ne? Hier war das ja mit 1, 2, 3. Testen wir es nochmal? Ja, komm, zwischen sind so Bekenntnis, können wir überspringen. Mein Haus! Ja, nee, das war falsch. Scheiße! Ja, Waffen sind hier nicht erlaubt. Sind sie denn hier erlaubt? Nee. Nee. Ich hab... Ich hab keine Waffe, was soll ich denn tun? Ich hab keine Waffe. Ich kann doch gar nicht, die sind doch sofort da. Was denn? Mann, mich stört hier gerade die Strähne, die hier so aussieht, als ob ich hier so einen Vokuhila hinten hab. Mein Haus! Scheiße! Ja, mach die Tür zu, genau. Super Idee. Hab ich hier keine Waffe liegen? Was passiert denn, wenn ich jetzt hier so ein bisschen rumstehe noch? Oh, dann passiert Feuer. Ja, das war jetzt aber ein bisschen vorhin. War es aber schöner, ne? Also, ich hab echt keine Waffe. Ja gut, ich bin ja auch in... Aber was denn? Ich verstehe das nicht. Wirklich nicht. Da bin ich jetzt wirklich ein bisschen überfragt gerade. Mein Haus! Scheiße! Komm, ich kann noch hier rausspringen, ist ja toll. Hey, hier, die stehen ja überall, ne? Aber, also, ich gucke jetzt gleich nochmal wirklich, ob ich eine Waffe bei habe. Aber ich bin ja in Schlafanzug, also als ob ich da eine Waffe bei habe. Mein Haus! Ja, dein Haus! So, hier sind die Waffen nicht erlaubt, das ist okay. So. Drücke 1, 2, 3, nein, habe ich nicht. Aha. Das sieht doch besser aus. Schnell mal ausrüsten. Ach du je, und weißt du, und dann soll ich jetzt hier überleben. Mit dieser einen blöden Pistole, die ich... Boah, leck mich am Popo. Krass. Ja, das ist jetzt aber mal ein super, da habe ich mir ja einen super Speicherpunkt gesetzt jetzt. Da muss ich jetzt erstmal wieder in Ruhe reinkommen. Scheiße! Bis ich hier mal irgendwas hinkriege. Vor allem, das sind ja so viele auch, ne? Mann. Kinders, das geht nicht, sowas. Nimm die Scheiße auf. Ich renne einfach weg. Das ist auch eine Idee. Warum renne ich nicht einfach weg? Ach du heilige Scheiße. Vielleicht deswegen, weil die mich verfolgen. Aber ist nicht so schlimm. Ich brauche ja nur irgendwie ein Auto. Ach du heilige Peniskuh. Guck mal, da unten stehen doch bestimmt Autos. Ne? Ja, guck mal, da steht doch zufällig eins. Ich weiß zwar nicht, wo ich dann hin soll, aber... Kuh, ganz schnell Kuh. Die verfolgen mich jetzt sicherlich, aber... Na los. Dann kann ich die auch einfach umfahren, ne? Wie wär's denn damit? Dann gehe ich zwar wahrscheinlich auch drauf, aber... Der läuft ganz geschillt. Hallo, Polizei, ich werde gerade... Didet,
Ach so, ist noch gar nicht. So, was ich... Ne, man merkt, dass ich gerade keinen Plan habe. Die schießen immer noch auf mich, obwohl da die blöde Polizei steht, weißt du? Kann die Polizei da nicht mal was gegen tun? Das wäre doch mal super. Und wenn ich jetzt hier wegfahre, das wird nichts bringen, weil, obwohl, da ist ja so eine rote Linie. Was habe ich denn da überhaupt eingezeichnet jetzt für Punkte, wo ich hin soll? Gehe zu Joe und... Ja, dann gehen wir mal zu Joe, ne? Warte, da muss ich aber nochmal... Ach ja, da ist schon eingezeichnet, aber ich mach's mir jetzt mal grün. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist. Wahrscheinlich stehen wir gleich wieder vor verschlossenen Türen, aber irgendwo müssen wir jetzt eh hin. Und Joe kommt mir da gerade irgendwie am sinnvollsten vor. Weißt du, überall stehen hier noch Gegner, ist das übel. Plöpp, sind sie weg. Da haben wir einen Truck. Oh. Da. Krass, tatsächlich. Die sind, ich weiß nicht... Das ist ja, also... Die ganze Stadt ist nur noch aus Bösewichten, die mich fangen wollen. Catch me if you can! So, unser Auto hält aber auch nicht mehr so lange durch. Das hat schon ganz schön Linksdrall. Die Musik ist toll, die passt doch super gerade. So... Wir müssen aber noch ein bisschen fahren. Unser Auto ist auch schon ein bisschen, naja, sagen wir, es ist angeschossen. Boah, krass. Eieieiei. Ah, da merkt man auch voll, wie sich das dann nicht mehr fahren lässt. Ja, so, gut. Dann steigen wir mal aus. Guten Tag. Hallo, Freundchen. Roster, verdammt! Ja. Verdacht auf Autodiebstahl! Natürlich steht direkt die Polizei hinter mir! Ich glaub's nicht! Nehme Verfolgung auf! Mann! Normaler Körperbau! Was denn? Ich dachte, ich werde noch gefragt, ob ich das bezahlen möchte. Ja, okay, das war mir eben ein bisschen, das war nicht so schön, ne? Das war, das machen wir nochmal neu. Jetzt geh da raus, bitte. Geh einfach da raus. Ja, finde den Weg nach draußen, habe ich gerade gefunden. Und jetzt, tatsächlich, geh zu Joe. Okay. So. Nicht sterben, Stefan, nicht sterben. Nein! Ah, Nasi, Junge. So, einen haben wir noch, der befindet sich da. Nein! Oh Gott, das war knapp jetzt, das war knapp. So. Dann gehen wir mal in die Garage, wo ich jetzt gerade nicht rein kann, weil darum... Doch, ich gehe wohl mit dem Scrollrad, warum ging das denn vorhin nicht? Gut, dann müssen wir jetzt wohl nochmal ein Auto klauen. Von da hinten, weil jetzt gerade die Polizei hier so auffällig ist. Dass die Pools auch hier nie mit Wasser voll sind, ne? Dass man... Ah, doch, jetzt geht's. Okay, so. Dann klauen wir jetzt nochmal ein Auto und gehen dann zu Joe. Und ich bin gespannt, ob es dann diesmal funktioniert. Aber jetzt sollte es ja gehen, weil jetzt hat es ja auf jeden Fall schon mal um einiges besser geklappt. Jetzt schnappen wir uns auch mal diesen Wagen hier hinten. Steig grundsätzlich immer auf der falschen Seite ein, ne? Egal. Ich hoffe, es kommt wieder. Es kommt gar nichts. Auch gut. Freunde, ja, wenigstens ist ein Licht nur kaputt gegangen. Das ist ja schon mal ein Anfang zu sonst.
Sonst gehen ja direkt instant beide Lichter kaputt. So, wir markieren uns nochmal den Joe. Wie auch an der gleichen Stelle der gleiche LKW wieder ankommt, ne? Naja, gut, Solo verpasst, egal. Wie war das mit L, ne? Ja, tatsächlich. Ja, okay, Mann. Mach das Lied, nächste Lied an. Weißt du, jetzt habe ich den ganzen ersten Part damit verbracht, aus diesem scheiß brennenden Haus zu kommen. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Ach nein! Ach, Freunde! Ah, ich hätte doch mal L aktivieren sollen. Ich dachte jetzt mir gerade, nee, komm. Du kriegst das schon mit, wenn die Polizei vor dir ist. Aber egal. Passt schon, wir sind ja gleich auch irgendwann mal bei Joe. Und die Polizei schießt bestimmt gleich schon auf uns. Wir können die bestimmt auch irgendwie wieder abschütteln. So zum Beispiel. Heilige Bombe. Ja. Fängt an. Gut, ist aber auch Wurst, weil solange wir im Auto sitzen, ist alles gut. Wir müssen nur irgendwie zu Joe kommen. Und wir sind auch gleich da, aber die Polizei ist direkt hinter uns. Keine Chance. Ich habe überhaupt kein Problem. Was zum Teufel? Ach so. Tschüss. Ah, fuck. Scheiße. Könnte ich bitte hier einfach nur raus und... Rennen! In dem Nacken kann ich da nicht hin. Was? Okay, das war jetzt gerade anscheinend ein Fehler, weil eigentlich sollte der da nicht rein. Jedenfalls laut Text. Gut. Bullen abgeschüttelt, würde ich sagen. Wir sind in einer falschen Etage. Ach ja, das war ja gar nicht ganz oben. Das war ja eine hier, genau. Sieht man die denn da unten noch? Nee, das ist auch ganz falsche Seite. Egal. Also ich fand das jetzt ganz passend. So, wir müssen jetzt aber hier Joe rein. Komm schon, Joe. Wehe, du bist nicht zu Hause. Wehe. Na los. Ich hoffe, du liegst nicht wieder im Koma. Komm. Keine Panik, ich komme. Huch. Grillst du neuerdings in Unterwäsche? Ja. Kann ich reinkommen? Oh, ja, sicher. Was ist mit der Wohnung passiert? Holy. Scheiße, was ist denn jetzt los? Nett, was? Mann, was ist denn hier passiert? Ich hab die Bude ein bisschen aufpoliert. Wie findest du's? Ist sehr originell. Ja, was? Hab ich selber gestaltet. Yay. Eine Lampe ist kaputt. Na, was ist passiert? Hier für dich. Diese drecksverfluchten Iren. Was ist mit ihnen? Was haben sie getan? Sie wollten mich umbringen. Was? Sie haben mir die Bude abgefackelt. Ach du Kacke. Also, was willst du machen? Willst du jetzt die Sache mit den Iren regeln? Darauf kannst du Gift nehmen. Gut, beruhige dich. Trink was und lass mich ein paar Anrufe machen. Und hol dir was aus meinem Schrank. Also du willst in Unterhosen den Rächer spielen. Danke. Ich hab schon gedacht, du fragst nie. So, der Schrank müsste sich ja dann noch hier befinden. Wow, ein... Hey, hier ist Joe. Hemd. Ja, ich weiß. Aber du musst mir helfen. Eine Bande Iren wollte heute Nacht ein Clownskostüm. Schlimmer kann's nicht mehr kommen. Ich will wissen, wer die sind und von wo aus die arbeiten. Hey, du wirst größere Sorgen haben, wenn du es mir nicht sagst. Also diese Bude sollte man abfackeln. Oh... Die Küche ist ja auch rosa. Wo ist der jetzt? So, wir schnappen uns erstmal was zu essen. Ja, ich weiß, wo das ist. Okay, danke. Was haben wir denn da? Flasche Cola, Flasche Bier. Ich bin für eine Cola.
Oder ein Bier. Passt, komm, Bier brauchen wir jetzt. Ah, dann haben wir wenigstens einen Grund, warum ich so komisch Auto fahre. So. Das Bett ist nicht schlecht. Ja, liegt hier wieder was? Ja, Magazin nehmen und zensieren. Nein, ich denke nicht zensieren. Das geht sogar. Das geht heute mal, tatsächlich. Auch wenn der Teppich aussieht wie Gras, aber das ist mal nichts so Schlimmes wie sonst. So. Sonst haben wir hier nichts, ne? Was war das? Was war das? Mann, was sind denn das für Viecher? Hey, endlich beweist du mal Geschmack. Ich will das Hemd übrigens wieder haben. Sowas Feines kriegt man heute nicht mehr. Ja, und zwar aus gutem Grund. Wo geht's denn hin? Zum Hill of Terror, dem irischen Laden in Kingston. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Sehr gerne. Ich hoffe, draußen steht nicht mehr die Polizei, aber eigentlich resettet sich das, ja? Ja, ich weiß jetzt nicht, aber das sieht irgendwie falsch aus. Das Problem ist, ich komme nicht mehr an den vorbei jetzt, ne? Scheiße, ich krieg die Tür nicht mehr auf jetzt. Oh nee, ach komm. Und wie... kann ich irgendwie... Joe! Mein Freund, bitte! Lasse mich an die Tür, sodass ich sie öffnen kann! Bitte! Oh Gott! Joe, verdammte Scheiße! Jetzt geh doch weg! Tja. Scheiße. Mein Haus! Scheiße! Vielleicht schneide ich das raus ab jetzt. Ich würde sagen, das schneide ich tatsächlich raus. Das mache ich jetzt mal alleine und wenn ich dann wieder bei Joe bin, sehen wir uns wieder. Bis dahin, tschüss. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Roger. Mit dem Fahrstil bringen Sie noch jemanden um. Das gibt einen Strafzettel. Was gucken Sie so? Ich bin pleite. Komm, ich erzähl dir den Rest im Wagen. Ja, das ist ein ganz schön Scheißbug, würde ich sagen. Ah, meine Fresse, das ist doch nicht wahr, sowas. Ja, und jetzt? Ja, Spiel neu starten.